Hallo, willkommen. Kennt ihr auch dieses Problem? Oh, Gurt ist ab. Wollt ihr ja nicht eure Gitarre rumwedeln und dann fliegt die Gitarre in der Gegend rum, weil euer Gurt irgendwie gerissen ist oder ausgeleiert ist. Dafür gibt es dann eigentlich sehr, sehr gute Lösungen, die ihr nehmen könnt. Und zwar sind es verschiedene Formen von Gurtschlössern. Es gibt die einfachsten Ausführungen, die schauen dann so aus. Die zieht ihr einfach über Gurt und Gitarre drüber. Diese werden im Grunde einfach über euren Gurt drüber gezogen und sichern diesen dann, dass nichts mehr rausrutschen kann. Das ist die einfachste Ausführung. Die professionelleren Ausführungen sind dann aus Metall gebaut. Hier schraubt ihr euren Gurt ein in das Oberteil und ersetzt euren Gurtpin, der in der Gitarre drin ist. Müsst ihr manchmal vielleicht ein bisschen aufdübeln oder mit umwickelten Seiten ein bisschen fixieren. Schöne dran ist, man hat einen kleinen Schlusspunkt und dadurch kriegt man den Gurt nachher nicht mehr auf. Um das kurz zu demonstrieren, bekommt ihr nicht mehr auf. Um das aufzubekommen, des Gurtschluss, zieht ihr an dem Knopf und könnt ihn wieder lösen. Das heißt, der Gurt muss nicht für alle Zeiten an der Gitarre bleiben. Eine letzte Version, die noch ganz interessant ist, gerade für einfache Schülergitarren, für den Heimbetrieb, finde ich die Gurte mit einem eigenen Verschluss dran. Die könnt ihr einfach einhaken und eure Gitarre ist sicher. Ist jetzt nichts für die Bühne, aber für daheim, wie gesagt, super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.